Puh, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute, man hört schon blubbern, geht's zum TÜV. Und ich bin schon seit gestern mega, mega nervös. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen fertig gemacht, noch so ein paar Rostlöcher gestopft. Hinten in der Stoßstange war ein Rostloch. Und noch ein paar Kleinigkeiten eingestellt. Und heute Morgen ist er einwandfrei angegangen. Und jetzt geht's gleich los. Und ich freue mich. Ich bin guter Dinge, dass alles gut wird. Wenn nicht, müssen wir noch mal hin. Aber eigentlich dürfte nichts fehlen. Aber man weiß es ja nie. Sorgen machen wir zum Beispiel Licht. Das ist immer so ein Thema hier bei in Deutschland. Aber mal gucken. Ansonsten sollte es eigentlich passen. Ich würde sagen, let's go! Ich bin mega nervös, muss ich sagen. Das ist ja auch jetzt die erste richtige Fahrt mit dem Auto auf der Straße. Gut, ich bin vorerst ein bisschen gefahren und gestern ein bisschen gefahren, weil ich jetzt schon Kennzeichen habe und ich darf 3 Tage damit zu Werkstätten fahren. Das habe ich gemacht. Und das war aber nur so, keine Ahnung, 1 Kilometer. Und jetzt sind das einfach mal 15 Kilometer, die ich jetzt fahren darf zum TÜV. Und das macht mich schon ein bisschen nervös. Tanken gehe ich noch auf dem Weg. Ist nur noch ein Viertel drin. Und ja, natürlich will ich, dass er den TÜV kriegt, logischerweise, und das weiß ich halt noch nicht. Und ich hätte natürlich auch sau gern H-Kennzeichen, damit es günstig bleibt. Und das weiß ich halt nicht. Da kann unter Umständen echt kritisch werden oder auch nicht kritisch werden. Also sprich, dass ich sage, ja, da sind mir zu viele Rostpickel oder sowas. Ich will das ja auch alles dann irgendwann machen, aber ja, das. Da muss ich halt fahren können, weil ich kann nicht lackieren und wenn ich nicht fahren kann, kann ich nicht zu einer Lackiererei. Und das ist halt das Schwierige. Deswegen hoffe ich einfach, dass er auf jeden Fall TÜV kriegt. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Er bremst gut, er schaltet gut, er fährt gut. Und ja, wenn er direkt H kriegen würde, wäre mega. Ja, ich versuche natürlich, wenn er sagt, ja, da und da ist noch ein bisschen was, wo man Lack machen muss, dann würde ich halt versuchen, ihm zu sagen, ja, das ist dann der Plan. Aber ja. Angeblich ist der, wo ich jetzt hinfahre, sehr gut. Den kann man wohl sehr empfehlen. Da waren schon andere Freunde von mir, die auch US-Cars haben und das war wohl alles kein Thema bei dem. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht mag er mich ja nicht. Vielleicht gefällt ihm meine Nase nicht. Ich weiß es nicht. Kann alles sein. Ja. Ich würde sagen, wir fahren einfach hin und schauen wir mal. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr noch da seid. Also, TÜV war gut. Ich bin jetzt wieder zu Hause, muss auch zugeben, es ist jetzt der nächste Tag. Ich bin gestern am TÜV-Tag nicht mehr dazu gekommen, noch ein Abschlussvideo zu machen. Also, TÜV ist sehr, sehr, sehr gut gelaufen. Sehr netter Mensch, kann ich nur empfehlen, den TÜV. Also wirklich sehr, sehr, sehr guter TÜV. Also hat mir sehr gut gefallen und der Typ, der da für mich dann zuständig war, der kannte sich auch aus, da hatte selber 5 irgendwie Oldtimer-Motorräder und irgendwie noch ein MG-Oldtimer und irgendwas noch, so ein Käfer oder irgendwie so. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also er kennt sich auch damit wirklich tatsächlich aus und interessiert sich auch dafür. Das war mir ja vor allem wichtig, weil ich will nicht an jemanden kommen, der nichts mit Oldtimern anfangen kann. Deswegen auch danke an meinen Kumpel Sepp, der mich an diesen netten TÜV-Herrn geleitet hat. So. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt keinen TÜV. Ja, nee, hat jetzt nicht geklappt. War auch jetzt eigentlich, ja, habe ich eigentlich erwartet, dass ich ein paar Kleinigkeiten machen muss. Und zwar Licht ist leider in Deutschland ein sehr großes Thema. Habe ich ja, glaube ich, schon am Anfang des Videos gesagt, dass das immer in Deutschland echt problematisch ist. Und das zeige ich euch auch gleich vorne, was wir dann noch machen müssen. Und hinten an den Bremsen müssen wir was machen. Die hat nämlich keine Wirkung oder fast keine Wirkung. Der beim TÜV hatte jetzt die Vermutung, dass das wahrscheinlich die Bremsschläuche sind. Die habe ich schon da. Ich habe sie noch nicht eingebaut, weil ich keinen Bremsentlüfter habe. Aber wenn ich das jetzt weiß, dass ich das machen muss, muss ich halt einfach da durch. Und entweder kaufe ich mir so einen Entlüfter, den kann man an einen Kompressor anschließen, so ein kleines Ding, die sind nicht so teuer. Oder ich gehe irgendwo hin, wo die das dann machen können. Das ist ja kein Act. Genau, und ansonsten, tatsächlich gar kein Problem. Also er hat jetzt gesagt, es ist grenzwertig, manche Stellen müsste man machen. Aber er hat jetzt gesagt, das ist bei dem Auto noch im Rahmen, das ist in Ordnung, das passt. Also er gibt jetzt ein H, es darf halt nicht schlechter werden. Bezüglich Heckstoßstange, da haben wir ein paar Rostflecken, Rostlöcher, die wir halt machen müssten.
und halt rumdrum halt so ein bisschen der Lack so ein bisschen sehr alt ist, hat so ein paar Bläschen und so. Aber ansonsten passt. Innenraum, hat er gesagt, gar kein Problem. Also da war auch verwundert, dass das so gut aussieht, ja, für das Alter. Also das ist ja wirklich wie neu, also das ist AS3 innen. Hupe ging nicht, Warnblinker ging nicht. Sehr blöd, weil am Abend davor ging der Warnblinker noch und beim TÜV plötzlich nicht mehr. Da ist das Relais kaputt, also es leuchtet, aber das Relais geht nicht mehr. Jetzt habe ich mal im Internet geguckt, beziehungsweise erst mal im Baumarkt geschaut, ob es dieses Relais gibt. Und das sind ganz, ganz, ganz alte Relais. Das heißt, da muss ich tatsächlich welche aus Amerika bestellen. Und die sind nicht teuer, kostet 20 Cent so ein Relais. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist halt immer blöd, aus Amerika das extra hierher zu verschiffen. Was normalerweise nur 20 Cent kostet, ist halt immer bescheuert. Aber da werde ich gleich noch ein paar andere Sachen mitbestellen. Unter anderem Lampen, zeige ich euch gleich, die gibt es nämlich in Deutschland nicht. Echt blöd, aber was geil ist vorne mit dem Licht, das ist ziemlich einfach, das zeige ich euch gleich, das umzurüsten auf deutschen, deutschen Vorgaben. Also das ist wirklich nicht so dramatisch. Habe ich schon gesagt, Hupe geht nicht, also die geht irgendwie nicht. Entweder auch Relais kaputt, ja, kann sein, keine Ahnung. Oder die Hupe selber, die ist jetzt auch nicht so dramatisch, die kostet 10 Euro. Müssen wir einfach mal ausbauen, die Hupe, das werden wir jetzt gleich machen und gucken, ob die Hupe selber kaputt ist oder das Relais kaputt ist. Dann müsste man halt je nachdem das dann neu kaufen, was halt dann kaputt ist. Ja, ansonsten war alles gut, ja, hat super geklappt. Hier habe ich sogar schon eine neue Birne rein, ganz witzig, hatte ich nämlich schon da. Das hat er jetzt zwar nicht bemängelt, aber für mich jetzt einfach, dass ich einfach rumdrum die Birnen erneuere. Auch vorne die Scheinwerfer mache ich, neue Reihen, Blinker und so. Also einmal rundherum, was ich so noch an Birnen da habe, packe ich rein, damit das einfach passt. Und ansonsten, Reifen. Reifen, großes Thema, muss man auch noch gucken. Das sind nämlich jetzt Reifen, die haben nämlich kein E-Prüfzeichen. Und in Deutschland müssen Reifen ein E-Prüfzeichen haben. Und jetzt hatte ich noch einen entscheidenden Tipp, dass wahrscheinlich das E-Prüfzeichen auf der Innenseite der Reifen steht. Das muss ich nachschauen. Das machen nämlich die Amis gerne, dass sie das auf die Innenseite schreiben. Das kann natürlich sein. Wenn nicht, müssen wir neue Reifen kaufen. Weißwandreifen, neue kostet das Stück 80 bis 100. Aber es gibt auch welche für 300 das Stück. Die werde ich natürlich dann nicht kaufen, aber halt dann welche für 80 oder 100 oder sowas. Mal gucken. Aber das geht halt dann schon mächtig ins Geld nochmal. Das ist halt natürlich ein bisschen blöd. Ist jetzt nicht schlimm, kann ich schon bezahlen, es macht nichts. Dann habe ich wenigstens neue Reifen drauf. Aber nichtsdestotrotz ist es halt blöd, gell? Sind ja so an sich, haben die noch super Profil, sind halt ein bisschen alt, aber das wäre jetzt nicht so tiefrelevant. Hallo Leo! Hallo! Ja, Kuckuck! Wie er guckt. Ja, genau. Und ansonsten passt er. Dann kann man damit auf der Straße, darf ich offiziell auf der Straße fahren? Das war sowieso geil, auf der Straße mit dem Auto zu fahren. Ja? Also es gab keinen Menschen, der nicht geguckt hat bei dem Auto. Willst du reinkommen? Ich komme gleich raus. Wie er guckt. Hallo. Na gut, genau. Und einwandfrei. Also wirklich einwandfrei. Hat echt gut geklappt. Und dann war ich auch noch tanken, ja, dann wurde ich gleich angesprochen, so, oh, geiles Auto, was ist das für ein Ding, was für eine Maschine, blabli, ja, also war echt cool. Und die beim TÜV auch gleich zu fünf dahergekommen, alles Auto angeguckt, so normalerweise ist da einer, ja, und dann gleich so fünf, oh, ja, okay, ah, schau mal, wie modern das schon ist, oh, guck mal, das gab's damals schon, wow, krass. Also das war schon sehr cool, dann hat sich auch hinten einer reingesetzt, ja, der dann so, wow. Das ist ja wie auf Uhr um das Sofa, das sag ich immer, aber er dann auch, ja, also das ist schon witzig. Und dann so, ja, ich bleib jetzt hier drin sitzen und lass mir Geschichten von Uroma erzählen. Also echt mega, war ein tolles Erlebnis. Und das Fahren mit dem Auto, das ist ja das erste Mal, dass ich so eine weite Strecke, das waren jetzt 15 Kilometer, beziehungsweise 30, ja, wieder zurück 15. Und ja, das war schon irre, ja, er fährt sich echt gut, wirklich saugut, ja, also die Lenkung ist sehr, sehr direkt, viele sagen immer extrem schwammig und indirekt, ja, weil es war zwar vielleicht ein bisschen schwammig, ja, schon, ne, sehr weich, ja, gut, aber, aber sicher, ja, er ist sicher gefahren und dahin gefahren, wo ich hin wollte, guter Durchzug, ja, also er hat schon Kraft, das merkt man, Sound ist mega geil, also wirklich hammermäßiger Sound und, Echt schönes Fahren. Ich freue mich schon. Richtig cool, damit dann richtige weiten Strecken
zu fahren. So, der Sicherungskasten befindet sich da unten. Ich habe das schon mal ein bisschen aufgemacht. Da müssen wir hier unten so eine kleine Blende aufmachen. Und da sind unsere Sicherer. Also hier sind ganz normale Sicherungen, das hier. Ja, also so Glassicherungen kennt man heutzutage eher. Ja, eigentlich nicht mehr so. Neuere Autos haben meistens so Plastik-Sicherungen. Kann ich euch auch mal zeigen. Und dann haben wir hier so Relais. Relais gibt es auch heute noch. Die sehen zwar nicht mehr so aus, sondern anders da. Das hier ist zum Beispiel ein Blinker-Relais. Und hier ist das Hupen-Relais. Das ist der Warnblinker-Relais. Was genau das hier ist, weiß ich nicht. Aber solange es funktioniert, ist alles gut. Und wo haben wir es? Sind meine Sicherungen? Oh, ist alles ein bisschen eng hier. Das hier ist das alte Hupenrelais. Ich glaube, brauche ich nicht erklären. Das Ding ja, sieht nicht mehr so gut aus. Das hier ist das Warnblinker-Relais. Der ging auch nicht mehr. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Und hier haben wir einen neuen Warnblinker-Relais. Den bauen wir jetzt mal ein. Das ist alles ein bisschen streng. Ich habe die Kontakte auch ein bisschen sauber gemacht da drin. Weil die ja natürlich da drin auch ein bisschen oxidiert sind. Jetzt ist die Frage, wir haben hier zwei solche. Ich weiß, dass ich zwei bestellt habe von diesen Hupenrelais, weil ich nicht sicher bin, ob, ja, ob wirklich nur das Relais kaputt ist oder ob da wirklich irgendwo vielleicht ein anderes Problem noch besteht. Und da ich ja nicht dann ewig warten will, bis ein Ersatz kommt, werde ich jetzt hier das hier einbauen. Hupe testen, hoffen, dass die Sicherung heil bleibt. Und dann schauen wir mal. Ich denke mal, dass die schon heil bleibt. Ich denke mal, dass nur einfach das Relais hinüber ist. Und ja, genau. Deswegen habe ich zwei bestellt. Was aber witzig ist, dass die beide unterschiedlich aussehen. Also von der Farbe her. Hier auf der Seite bei dem hier ist sogar für so eine Beschriftung, was genau, wie genau der Schaltkreis da drin ist. Das ist eigentlich ziemlich interessant, aber gut. So, dann setzen wir den Arm ein. Sind wir richtig rum? Ne, so rum. Oh, ich schwör's euch, ich bin hier gerade kopfüber hier drunter, weil hier so wenig Platz ist. So, aber. So, sollte alles sitzen. Das sind die Glassicherungen, das war auch sehr interessant. Da waren nämlich drei kaputt, bevor ich überhaupt nachgeguckt habe. Keine Ahnung, was genau kaputt war. Ich habe es jetzt einfach ersetzt. Und sie gehen auf jeden Fall nicht mehr kaputt, wenn man das Auto anmacht. Was die genau gemacht haben, vielleicht irgendeine Innenraumbeleuchtung oder sowas. Die sind alle hier eigentlich für Licht zuständig. Ja. Die sind auch relativ schwach. Die sind, glaube ich, 20 Ampere, 15 Ampere. Also nicht so starke Sicherungen. Die machen nur so Kleinigkeiten. So, ja, dann... Was haben wir hier unten noch? Keine Ahnung, was das hier ist. Und da hinten ist auch noch so ein Kasten. Keine Ahnung, für was das alles ist. Ich weiß keine so. Na, da ist auch irgendwie was hier hinten. Irgendein Relais oder so. Kein Plan. So, was auch sehr interessant ist, ich habe ja ein Reparaturhandbuch für dieses Auto. Ja, genau für dieses Auto. Und der hat im Reparaturhandbuch schon ein neueren Sicherungskasten. Wir haben hier also noch die Glassicherung. Und im Reparaturhandbuch sind die neuen Sicherungen drin, die man auch in heutigen Autos findet. Finde ich ja interessant. So, keine Ahnung, warum im Reparaturhandbuch schon das Neuere drin ist und hier nicht, obwohl es eigentlich genau für das Alte ist. So, klemmen wir auf jeden Fall mal die Batterie an und schauen wir mal, ob die Hupe und der Warnblinker jetzt funktioniert. So, Batterie ist dran, Schlüssel ist drin, Zündung an. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob die hier funktionieren würde oder ob die irgendwo einen anderen Schalter hat. Keine Ahnung. Das ist der Warnblinker. Sehr gut, der funktioniert. Das ist auch sehr interessant, weil der Warnblinker ist kein so typisches Relais, wie man es eigentlich kennt, sondern das ist so ein Wärmerelais. Also das ist ein ganz mechanisch. Sprich, da ist ein Glühfaden drin, der warm wird.
Und wie bei einer Glühbirne. Und wenn der eine bestimmte Temperatur erreicht, schaltet das Ding wieder ab, sozusagen. Und sobald es wieder kühl genug ist, geht es wieder an. Also es ist kein Timer oder sowas drin, wie man das heutzutage kennt. Sondern da ist tatsächlich ein Wärmerelais drin. Und das Klicken, was man hört, das kommt tatsächlich vom Relais. Ja, also nicht von irgendeinem Lautsprecher oder so wie bei heutigen Autos, sondern von dem Relais. Faszinierend, oder? So, gehen wir mal raus. Schauen wir mal kurz hinten, ob es blinkt. Sieht so aus. Andere Seite. Ach, hier alles so eng. Sieht gut aus. Schauen wir mal nach vorne. Da, man sieht's echt schwach nur. Ja, jetzt sieht man es genau. Da ist jetzt eine orangene Birne drin für den deutschen TÜV. Notwendig, normalerweise wäre es weiß. Und die andere Seite. Grund dafür ist, das muss in Deutschland definitiv eindeutig verwechslungs... Also nicht verwechselbar sein, deswegen muss es orange sein und nicht als Licht. Auf jeden Fall war das Relais hier in dem Fall das Problem. So, Blinker. Passiert jetzt irgendwie komischerweise nichts. Wir gehen mal raus. Nix. Ich weiß halt nicht, ob das Auto zum Beispiel an sein muss. Ja? Das weiß ich nicht. Es gibt Autos, da muss es an sein. Also das Auto. Damit der Blinker funktioniert, keine Ahnung, weil der Warnblinker funktioniert zum Beispiel auch, wenn keine Zündung an ist. Kann beim Blinker, bei vielen Autos ist es so, dass der Blinker erst funktioniert, wenn das Auto an ist. Keine Ahnung, wie das jetzt hier ist. Und Hupe, genau dasselbe, ja. Ich weiß auch nicht, ob der hier einen Knopf hat für die Hupe oder kein Plan. Also ich weiß nicht, wo die Hupe sein könnte. Das wird sie nicht sein. Wahrscheinlich ja hinten. Keine Ahnung, wo der seine Hupe hat. Die Hupe funktioniert auf jeden Fall. Ja, also die haben wir. Ja, die war verklemmt, sage ich mal. Hab sie an die Batterie dran gehalten, da hat sie gehupt. Also es hat definitiv funktioniert. Ich bin mir halt... Ah, hier. Jawohl. Ah, hier. Sehr gut. Super, weil Hupe ist leider in Deutschland auch Pflicht, auch wenn man niemals hupen wird. Eine Hupe muss da sein. Jetzt die Frage, warum der Blinker nicht geht. Aber der ging, den hat er nicht bemängelt. Vielleicht sagt er dann auch nichts. So, ja, was fehlt noch? Also Sicherungen und so funktionieren jetzt alle. Jetzt müssen wir nur noch vorne die Scheinwerfer wieder einbauen. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Also hier ist der Hauptscheinwerfer. Das hier ist die Birne von hier. Und zwar ist das Standlicht serienmäßig hier drin. Und das darf aber nicht sein. Ja, also Standlicht und Blinker dürfen nicht zusammen sein. Ist eigentlich voll bescheuert. Aber ist leider halt so, ja, es darf nicht zusammen sein, irgendwie, ganz komisch. Also da ist eine 2-Glühfaden-Birne drin, also ein Faden für den Blinker und ein Faden für das Licht, das da drin ist. Und es darf halt einfach nicht zusammen sein, so, weil man es sonst verwechseln könnte, keine Ahnung. So, deswegen muss man das abstecken, hier kommt ein E-Scheinwerfer rein, der jetzt zum Glück schon da war. Und das hier ist der Stecker, um das hier zu deaktivieren. Ja, also ich könnte das auch jederzeit wieder anschließen. Das ist kein Problem. Das finde ich cool, dass das schon serienmäßig eingebaut ist.
Und in der E-Scheinwerferfassung ist unten sogar eine Fassung für die Standlichtbirne. Das war ein bisschen kompliziert, aber das ist jetzt A fertig. Der muss dann hier wieder rein. Dann müssen wir hier irgendwo ein Kabel durchlegen. Das hier ist übrigens Masse. Der dann an dieses Kabel hier dran geht. Da gehen zwei Kabel gehen da durch. Und die sind für den Seitenbegrenzer hier. Das Licht können wir anzapfen, weil der Seitenbegrenzer geht mit an, wenn wir das Standlicht anmachen. Und deswegen können wir das hier abknöpfen. Ja. Ein bisschen blöd ist, weil wir hier tatsächlich nicht so viel Platz haben. Und ja, ich habe halt auch kein Multimeter und kenne mich mit Elektronik auch nicht so aus. Einer von beiden, die hier drinnen sind, ist das Kabel, das wir brauchen. Der andere wird einen kurzen verursachen, also so 50-50 Chance, dass wir das richtige Kabel erwischen. Nur, schauen wir mal. Was interessant ist, ist, hier haben wir auch so einen Stecker, ne, wie ihr sehen könnt. Da gehen zwei rein, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Der sieht ein bisschen so aus wie der hier. Ne? Also keine Ahnung, ob das witzigerweise vielleicht da einfach dran passen würde. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber naja. Ja. Und dann sollte alles soweit passen. Ne? Dann haben wir alles fertig. Die Bremsen hinten waren ein bisschen ein Problem noch gewesen. Aber das war nur eine Einstellungssache. Das sind die neuen Glühbirnen. Vielleicht kann man es erkennen, da sind zwei Glühfaden drin. Ne? Man sieht diese zwei Stäbe, die nach vorne gehen. Einer ist für den Blinkerzustand zuständig, der andere fürs Licht. Also fürs Standlicht, ursprünglich. Aber das ist jetzt natürlich deaktiviert und leider in Deutschland oder vielleicht auch, so schlimm ist es nicht, nicht erlaubt. Na, so rum. Na, nee, so war es nicht. So. Und was auch sehr faszinierend ist, viele beschweren sich bei neuen Autos, dass man nicht mal mehr die Glühbirnen wechseln kann, ohne den Scheinwerfer auszubauen. Ist in dem Fall genauso, ja. Man kommt hier hinten nirgendwo ran, man muss tatsächlich den ganzen Scheinwerfer ausbauen mit der Chromleiste, die da drumherum ist, um Glühbirnen zu wechseln. Also ist auch bei alten Autos teilweise so. So, ja. Puh. So viel erstmal dazu.